Heute würde ich gerne über Elk-Stack und insgesamt über Logging erzählen. Dieses Tech-Talk ist für Beginner bis Mittel, sage ich mal, gedacht. Ich gehe heute auf Grundlagen ein. Insgesamt, was ist dann Logging, was ist Monitoring, wie unterscheidet sich, was beachtet man beim Aufsetzen von so einem Elk-Stack und wie ist es insgesamt aufgebaut? Also was ist überhaupt Elk-Stack? Genau, wenn wir so über über Log sprechen, oft hört man darüber, was ist ein Log, warum ist das Logging wichtig? Oft vermischt man das mit dem Thema Monitoring, wenn ich logge, monitore ich und so weiter und so fort, um da so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Habe ich auch mir gedacht, weil ich jetzt mit diesem Thema in meinen letzten Projekten tatsächlich mehr mich beschäftigt habe, habe ich gedacht, ich sammle jetzt mal diese Informationen und will das euch heute zeigen. Genau, meine Präsentation habe ich in drei Teilen unterteilt. Einmal erstmal die so Grundlagen, welche Lösung gibt es, wenn wir über Logging sprechen. Was ist insgesamt so ein Elk-Stack? Woraus besteht es? Was sind so einzelne Komponenten? Und dann würde ich so an einem Beispiel zeigen, wie sieht es eigentlich aus? Was ist dann, was ist so ein Elk-Stack? Wie kann man sich das vorstellen? Okay, cool. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, merkt euch die Fragen. Wenn es jetzt kurze Fragen sind, würde ich sie gerne antworten. Am besten, wir machen das am Schluss. Wenn es dringend ist und ihr könnt euch nicht merken, dann könnt ihr natürlich zwischendurch stellen. Die Fragen stellen ist kein Problem. Okay, Logging, Monitoring. Monitoring gab es ja schon eine Präsentation von meinem Kollegen Michael. Er hatte über Monitoring gesprochen. Ich fand diesen Satz sehr spannend, um jetzt so ein bisschen Unterschied zu merken. Was ist eigentlich Monitoring und Logging? Wenn wir über Logging sprechen, Logging schaut so in die Vergangenheit, kann man sich gut merken. Und mit Monitoring kann man in die Zukunft sehen. Also wenn man sich diesen Satz vor Augen hält, kann man besser verstehen, wann spricht man über Monitoring oder Logging. Darauf gehe ich so ein bisschen kurz ein, warum ist das so? Da gibt es, genau, also erstmal so Basic Stuff. Was sind die Unterschiede zwischen Logging und Monitoring aus der Developer- oder Operations-Sicht? Denn da ist aus, also das ist so meine Beobachtung aus den letzten Jahren so ein bisschen, da gibt es diverse Sichten und oft, wenn man beim Kunden sitzt oder mit Kunden spricht, wenn der Kunde über Logging oder Monitoring spricht, muss man, ich sag mal, erstmal sich fragen, aus welcher Perspektive redet er jetzt, was meint er genau damit. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Logging versus Monitoring. Ja, Logging aus der Developer-Sicht, ganz einfach gesagt, also ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber Developer, wenn jetzt über Logging spricht, Logging ist halt meine Grundlage, auf der ich monitoren kann, kann man sich also als Developer einfach, ja, also ich schreibe Sachen weg, die will ich dann später mir ansehen, vielleicht ein bisschen überwachen. Genau, und Monitoring für einen Developer, also aus der Sicht des Developers ist das, dass ich informiert werde, wenn ein gewisses Ereignis passiert ist, damit ich das nicht verpasse. Also ist ganz einfache Level. Ne? Für einen Operations-Mitglied, also Mitglied eines Operation-Teams, sieht es ein bisschen anders aus. Logging gibt so meistens Einblick in die Vergangenheit, um Zusammenhänge zwischen den Ereignissen zu verstehen. Denn oft jemand, der im Operations-Team arbeitet, hat natürlich zu tun mit verschiedenen Systemen. Und für ihn ist diese Protokollierung dieser Ereignisse schon wichtig, um dann die Zusammenhänge zu verstehen, basierend auf einem bestimmten Ereignis. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen Blick in die Vergangenheit. Ne? Beim Monitoring dagegen, wenn ich jetzt so ein Monitoring-System von mir habe,
möchte ich erstmal verstehen, was könnte mich in der nächsten Zeit erwarten, anhand von bestimmten Metriken. Das heißt, ich schaue mir ein Bild an, Entwicklung, und dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was würde denn in der Zukunft passieren. Das ist das, was mich am meisten interessiert, ne, wenn ich so über Monitoring spreche. Und ihr merkt, da sind so ein bisschen Unterschiede, aber darauf gehe ich jetzt ein. Also ein Beispiel wäre Developer, wenn er jetzt über Logging spricht, er möchte natürlich so eine Applikation, also Applikation sollte XYZ ins Log aufschreiben, wenn jetzt Ereignisse eintritt. Das ist für ein typisches Fall eines Developers, ne? Er will natürlich zur Laufzeit seines Programms, seiner Applikation bestimmte Ereignisse wegschreiben. Ob man daraus dann später Fehlerfälle entdecken möchte oder Performance-Analyse betreiben möchte, kommt auf den Fall an. Und da kommt darauf kommt es auch an. Ist, sprich mal über Logging oder Monitoring. Sobald natürlich ein Ereignis eintritt, möchte man sehen, wie oft das passiert ist, dass man sich Details ansieht, dass man auch ein bisschen Performance-Metriken anschaut. Warum ist das zum Beispiel meine Applikation so langsam? Für einen Operations-Guy ist das ein bisschen anders. Er sieht sich, also ein typisches Fall, ich sehe mir alle Ereignisse für eine IP-Adresse zum Beispiel an. Damit kann ich nachvollziehen, was passiert ist, ne? Also das ist so ein typisches Fall. Beim Monitoring dagegen sehe ich mir die Entwicklung bestimmter Metriken für eine CPU-Auslastung, ja, zum Beispiel meine Worknotes an, um jetzt zu erkennen, ob die Kapazitäten für die nächste Werbekampagne ausreichen. Das ist jetzt so ein typischer Fall fürs Monitoring. Ich gehe da deswegen zu detailliert darauf ein, weil ich dann einfach zeigen möchte, beim Logging, wenn wir über das Logging sprechen, aus der Developer-Sicht geht es darum, so über Distributed Tracing, welches Bestandteil ist oft von einem Application Performance Monitoring. Und beim Überwachen der Applikation, beim Monitoring, möchte man be bestimmtes Performance Monitoring haben. Also jetzt im Logging-Fall möchte ich analysieren, warum ist denn meine Applikation so langsam? An welchem Schritt habe ich so ein Bottleneck? Ne? Also, oder beim Monitoring will ich gucken, also welche Schritte sind dann jetzt wie schnell da? Und also das sind alles so Informationen, die mich als Developer interessieren, damit ich jetzt entscheiden kann, bringe ich denn meine Applikation jetzt live oder nicht? Das ist jetzt eine Sicht. Die andere Sicht ist natürlich von den Operations. Also ich will die Ereignisse auswerten von den Systemumgebungen, Applikationen, die ich betreiben muss. Dafür brauche ich bestimmte Logdaten. Wenn ich über Monitoring spreche, muss ich natürlich Systeme, Umgebungen, Applikationen überwachen. Dafür muss ich gewisse Metriken sammeln. Ja? Und das sind ja unterschiedlich, zwar sind das alles Daten, sind aber in unterschiedlichen, ja, also das sind unterschiedliche Datentypen, sage ich mal. Das eine ist bei Logdaten sind es, ja, protokollierte Ereignisse, bei Metrics sind es meistens Time Series, ne? Das sind jetzt auch unterschiedliche Datentypen und die würde man auch anders behandeln, weil man unterschiedliche Zwecke damit, also man möchte unterschiedliche Sachen mit diesen Daten anstellen. Deswegen gibt es dieser Unterschied. Wir schauen uns aber natürlich Logging an. Also für uns interessiert, worüber ich heute erzähle, ist dann, also aus der Developer-Sicht beim Distributed Tracing gibt es unterschiedliche Lösungen. Das würde man bei Datadog zum Beispiel sehen. Datadog an sich ist es ein ja, interessante Lösung, die man ansetzen kann ich habe das in unterschiedlichen Projekten gesehen. Dort ist es möglich, alle Metriken, Logs, Events und Application Performance Metriken zusammen unter einem Dach zu bringen
und zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen zu korrelieren, was super interessant ist. Das zu erreichen ist tatsächlich, oft stellt sich schwierig, aber das ist ja das Interessante an an diesen Daten. Genau. Dann gibt es für Developer auch die Möglichkeiten, auf Elastic Application Performance Monitoring Lösung zu setzen. Also Elastic, also wenn wir jetzt über ELK-Stack sprechen, sagt man heute Elastic Stack, weil das dahinter steht eine Firma, die sowohl Elasticsearch als auch Logstash und Kibana, deswegen heißt das ELK Stack, als Produkte hat. Und genau. In der AWS-Welt haben wir X-Ray, das ist die Möglichkeit, die Applikation zu tracen, und dann die anhand einer bestimmten Correlation-ID, sage ich mal, die Daten und Metriken zusammenzubringen, um mehr Wissen aus der Applikation zu gewinnen. Aus der Operations-Sicht gäbe es tatsächlich auch die Möglichkeit, die Logdaten in Datadog zu sammeln. Wir schauen uns heute das AWS EFK, ELK-Stack. Typisch ist so, man hat so ein Elasticsearch, ein Kibana, ein Kinesis dazwischen und dann sammelt man die Daten mit Bitfluentd. Okay, da würde ich jetzt gerne so ein bisschen darauf eingehen, was ist überhaupt AFK-Stack, wie wird es aufgebaut, woraus besteht so ein typisches AFK-Stack, um jetzt ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Genau, AFK-Stack, also habe ich schon kurz erzählt, ELK, das ist jetzt im Prinzip, das sind Buchstaben, Anfangsbuchstaben der Produkte, die dahinter stehen. Und man kann sich so wie unten das so vorstellen, man hat irgendwo eine Datenquelle. Also das wären meine Logs irgendwo. Die will ich irgendwo transportieren. Die sammle ich in so eine NoSQL-DB mit so einer REST-API. Das wäre dann so unser Elasticsearch. Und darauf möchte ich so Abfragen absetzen. Und um die Daten dann später zu visualisieren mit so einem Kibana. Das ist jetzt erstmal abstrahiert von den Namen, einfach wie das insgesamt läuft. Genau, also E ist halt Elasticsearch, wie gesagt, das ist eine NoSQL Datenbank, ist eine Search Engine mit einer REST-API. Für Logstash, genau, also das ist ein Tool, also ich habe jetzt L oder F geschrieben, also kommt darauf an. Also früher hat man oft über ELK-Stack gesprochen, heute sprechen wir über EFK-Stack, weil Fluent Bitfluentd mehr Verbreitung heute finden als Logstash. Kommt auf die Situation an. Aber insgesamt beide Tools, das ist Datenaufnahme, Datensammlung, um die Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen und umwandeln und ein gewisses Ziel zu bringen. Bei Fluent Bit ist es ein bisschen dezentralisiert. Beim Logstash ist es eher zentralisierte Lösung, aber darauf dann so ist das im Prinzip aufgebaut. Okay, wenn wir jetzt über Elasticsearch sprechen, was ist dann eigentlich im Detail Elasticsearch? Ich hab hier ich verlinke hier ein paar Sachen, die könnt dann später in der Präsentation diese Links auch alle, ich habe jetzt ja alle später verlinkt, an diesen Links zum Beispiel, hier ist es gut dargestellt, Unterschied zwischen Elasticsearch Redis. Elasticsearch ist eine Search Engine, die ist ausgelegt für eine schnelle Suche. Beliebt ist diese Lösung für oft zum Beispiel bei E-Commerce-Lösungen für Implementation der Suche im Shop. Also wenn ihr jetzt in einem Shop unterwegs seid und habt ihr eine Suche, wo ihr über Produkte geht, bestimmt ist in so ein Elasticsearch dahinter. Damit ist es möglich, dann große Datenmengen kürzeste Zeit durchzusuchen, um jetzt nicht direkt mit der Datenbank zu kommunizieren, sondern es wird oft dann als Layer davor gesetzt, um den Frontend schneller auszuliefern und die Daten an den Kunden zu liefern. Okay, soweit zu Elasticsearch Logstash. Logstash ist eine Verarbeitungspipeline,
Man bringt viele Quellen zusammen und man bringt im Prinzip die Daten nach Elasticsearch transportiert. Dabei hat man die Möglichkeit, die Daten aus unterschiedlichen Datenquellen zu vereinheitlichen. Man hat auch die Möglichkeit, Alternative als Logstash einzusetzen, FluentB, FluentD. Wie gesagt, hat man ein bisschen Performance-Vorteile. Es ist mehr verbreitet im Moment. Aber wie gesagt, kommt auf den Fall an. Beim Kibana, Kibana habe ich kurz angesprochen, das ist im Prinzip also ein Dashboard-System, damit ist es möglich, die Datensuche im Elasticsearch einfacher durchzuführen. Man hat viele Visualisierungsmöglichkeiten. Da hat man auch diverse Plugins, Möglichkeit, Autorisierung aufzusetzen und dann diverse Dashboards auch für sich aufzubauen. Kann ich später ein bisschen darauf eingehen und ein paar Beispiele zeigen, wie das aussieht. Wenn wir jetzt konkret über so ein Stack sprechen, wo wird das aufgesetzt? Beliebt ist zum Beispiel wenn man so ein Kubernetes-Cluster hat, möchte man natürlich alle Logs, alle Container und Systeme sammeln, um dann zentralisiert das Ganze abzurufen, wo die Daten dann irgendwo persistiert werden, so ein Persistent Volume Claim. Da hat man so eine Kibana davor, also über die man dann Elasticsearch abfragen kann. In AWS ist Elasticsearch mit Kibana ist ein Service, welches man sich einrichten kann, ohne sich darum zu sorgen, dass das skaliert, also dass das jetzt maintained wird. Also die Maintenance ist dann viel einfacher als bei einem selbstbetriebenen Elasticsearch Kibana Stack. Okay. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit bei einem Kunden etwas komplizierteres Setup mir angeschaut. Das ist ein Beispiel, eine Realisierung, wie man das bei AWS machen würde. Hier ist es so, dass man von unterschiedlichen Accounts sich die Daten sammeln kann, sei es Amazon VPC Flow Logs, unterschiedliche Daten aus den also EC2 Instanzen oder Cloud Trail, die man dann nach CloudWatch bringt und über Kinesis Data Stream Pipeline zum OpenSearch dann. OpenSearch ist dasselbe wie Elasticsearch, ist bloß eine freie Alternative nach OpenSearch zu bringen. Und dann hat man jetzt die Möglichkeit mit Kibana, wie auch schon ich gesagt habe, darauf zuzugreifen. Genau, hier gibt es dann drunter eine Verlinkung dieser Lösung. Bei uns im Projekt ist es ein bisschen anders aufgebaut, aber im Prinzip haben wir diesen Weg verfolgt und das ist tatsächlich sehr schön und stabil. AWS Open Search. Ich würde gerne ein Beispiel euch zeigen, wie sieht sowas aus, wie sieht so ein Open Search aus, wie würden so die Daten ankommen, damit ihr so ein bisschen Gefühl bekommt. Komplettes Beispiel mit Kubernetes ist es nicht, aber ich habe versucht, ich habe mich bemüht, heute schnell ein Beispiel zusammenzustellen. Ich gehe mal kurz darauf ein, ich versuche mal, das mal zu öffnen. So würde im Prinzip ein Dashboard, das was wir sehen, also OpenSearch Dashboard, das ist, was man jetzt unter Kibana verstehen würde. Es ist auch halt die freie Alternative von Kibana, OpenSearch Dashboard. Hier hat man die Möglichkeit, sich unterschiedliche Dashboards anzuschauen, die Daten durchzusuchen, Reportings, Notebooks, Alertings einzurichten. Wir könnten uns vielleicht so ein Dashboard anschauen.
Das ist, ich habe jetzt so Beispieldaten mir erstmal genommen, um dann euch ein bisschen zu zeigen. Ja, genau. Dieses Dashboard basiert auf Beispieldaten und das ist jetzt eine, ich wollte euch einfach zeigen, wie kann man das visualisieren. Aber letztendlich die Daten, die man hier hat, die sind in folgender Form zu sehen. Also wenn wir jetzt discovern, sehen wir im Prinzip eine Sammlung bestimmter Log-Einträge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eingetroffen sind. So, das bedeutet, irgendein System hat diese Daten in diesem Format so vorbereitet, dass das in unterschiedliche Felder aufgesplittet worden ist, so, damit die Daten hier so in dieser Form eintreffen können, damit man auch dediziert die Daten sich anschauen kann. Wie würde so zum Beispiel das aussehen? Wir könnten jetzt Client-IP uns anschauen und wir würden gerne vielleicht so ein Message uns halt nebenbei anschauen, um dann zu sehen, okay, von dieser Client-IP hat man jetzt auf Beats-Metrik zugegriffen. Das sind jetzt typische Weblogs, die man hier sieht. Und das Schöne dabei ist halt, diese Logs sind schon aufgesplittet. Man sieht hier, das kommt zum Beispiel, das ist eine Anfrage aus China. Von Referrer, welches man dann hat. Man kann hier vielleicht dieses Feld wegklicken und dann sich einfach nur die Client-IP mit einem Referrer zusammen anschauen. Man kann natürlich die Sache noch rausfiltern, wo man dann sagt, wenn wir jetzt, also wir könnten zum Beispiel uns auch nur auf diese IP fokussieren und nur sie rausfiltern und sehen wir, da waren nur zwei Anfragen, die mit unterschiedlichen Referrers da sind. Dann kann man diesen Filter weglöschen und dann sieht man das. Also das ist jetzt nur so ein bisschen für euch Eindruck, wie sieht so ein Kibana-Dashboard aus und wie würde ich mit diesen Daten jetzt kommunizieren. Okay, schön gut, aber die Frage ist jetzt auch so ein bisschen, wie sieht das so ein bisschen unter der Haube aus, ne? Wenn ich mir jetzt das Ganze ohne Dashboard anschaue, sehe ich erstmal so ein Elasticsearch. Ich glaube, viele von euch haben schon so ein Elasticsearch mal gesehen. Und dann schaue ich mir so ein Test-Index mir immer an. Da sehe ich im Moment keine Daten. Und was ich dann natürlich machen könnte, und das ist jetzt, das habe ich auch gezeigt, also die Daten müssen irgendwie bei OpenSearch eintreffen. Ich gehe mal kurz nächsten Slide. Man könnte jetzt zum Beispiel, das ist ein Beispielcluster, den ich mir kurz aufgesetzt habe. Man könnte jetzt hier mit einem Put-Request einen Index erstellen, ja, und dort bestimmte Daten hinterlegen mit so einem Curl. Das würde ich euch kurz zeigen. So, wenn wir jetzt so ein Example JSON uns anschauen, wir haben jetzt solche Daten, Name und Farbe. Dann würden wir das jetzt mit einem Curl dieser Daten hinterlegen. Und die könnten wir natürlich jetzt bei uns hier auch abrufen. Dann würden wir die Daten hier auch sehen. Hier sind die Daten eingetroffen. Man sieht, die sind jetzt, da sind bestimmte Datenfelder noch nicht gematcht. Da gehe ich später darauf ein.
Womit hängt es denn damit zusammen? Worauf sollte man achten? Was man hier natürlich sehen kann, und ihr vielleicht fällt an dem einen oder anderen das auf. Wenn ich so einen Datensatz mir anschaue, sehe ich hier so ein Datum, ja, in OTC. Bei einem anderen Index habe ich gar kein Datum da, weil ich diesen Pattern, das Index Pattern mir ohne Zeitstempel angelegt habe, frei. Dementsprechend sieht auch meine Suche hier ganz anders aus. Ich habe gar keine, ich sehe nur einen Hit. Ich könnte darauf paar paar Visualisierungen machen, wie viel habe ich denn, wie viele von solchen Datensätzen habe ich da, um dann die vielleicht irgendwelche Alerts mir zu erstellen. Okay, genau. Und am Ende kann ich dann auch mein Index auch dann aufräumen. Das mache ich alles über API. Und dann müsste jetzt auch dieser Datensatz verschwinden, weil ich auch gar keinen Index habe. Würde ich jetzt dieses Index mir anschauen, der ist auch gar nicht vorhanden, ne? Status 404, Index gar nicht mehr da. Wenn ich jetzt mir so diesen Datensatz nochmal anlege, dann was sehe ich denn hier? Hier sehe ich tatsächlich die Daten in dieser Struktur an. Und das ist jetzt eben auch so ein bisschen die Frage, wenn ich so ein Elasticsearch mir anlege, welche Datentypen habe ich da, welche Felder, welche Struktur, all das müsste ich natürlich beachten, wenn ich so ein Logging-System aufsetze. Wie sieht meine Struktur denn überhaupt aus? Okay, genau. Da würde ich jetzt zu einem Bereich übergehen, was wäre dann zu beachten, wenn man so einen Stack aufbaut. Was wären so typische Fallstricken, wo ich dann jetzt im Prinzip, ich sag mal, Tipps geben könnte aus meiner Erfahrung. Man müsste sich über Datenformat sich Gedanken machen, dass man sich die Daten vereinheitlicht. Ihr habt ja gesehen, da habe ich erstmal einen JSON eingespeist. Meine Message könnte aber auch ein ganz anderes sein. Also das könnte zum Beispiel meine Message sein, oder so würde sie auch anders aussehen. Dann sehe ich jetzt, da habe ich natürlich ganz unterschiedliche Datentypen in meinem Feld dort drin. Und da müsste ich mir natürlich Gedanken machen, dass ich mir die Daten vereinheitlichen kann. Also da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel über FluentBit anzusetzen und diverse Parser sich zu schreiben, die mir dann die Daten aufsplitten würden, um dort anzusetzen. Bei unserem Projekt haben wir das so gemacht, dass wir im Prinzip die Daten, vielleicht kann ich dieses Bild mal anschauen, also dass wir bei so einer Lambda hier und ansetzen und die Daten transformieren und zu einem Einheit bringen. Dadurch, dass die Daten von CloudWatch kommen, sind die schon ein bisschen standardisiert und kommen beim Chinesisch standardisiert an. Trotzdem, die Messages selbst sind natürlich in unterschiedlichen Datenformaten, und da müsste man sich auch Gedanken machen, welche Daten habe ich denn da. Dann sollte ich mir Gedanken machen, wie lange sollten die Daten dann im Stack bleiben. Da gibt es die Möglichkeit zu entscheiden. Also beim Open Search hat man die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Storage-Typen zu unterscheiden, zwischen Ultra-Warm, Cold Storage. Es spielt so ein bisschen auf das Geld, wo bleiben die Daten, wie lange. Und natürlich, ich muss auch selbst für die Instanzen zahlen und dann schauen, okay, welche Instanztypen brauche ich dann, damit ich entsprechend auch auf Kosten ein bisschen achte. Wie viele Datenbanken werden dann erwartet? Also
Bei unterschiedlichen Projekten hatte ich jetzt unterschiedliche Erfahrungen. Im letzten Projekt hatte ich wir hatten insgesamt für 2 Wochen circa bis 20 Terabyte Daten verarbeitet, wo es dann auch darum ging, die Systeme zu skalieren. Das ist auch ein Punkt. Kann denn mein Stack wirklich solche Datenmengen verarbeiten? Diese Gedanken müsste man sich natürlich vorher machen. Dann, welche Feldtypen sind bei mir in meinem Index typischerweise vorhanden? Welchen Datentyp sollte ich verwenden, ne? Für welches Feld? Zum Beispiel Gibson-Feld, Flattened Field Type, wo ich dann drunter dann weitere, ich sag mal, JSON-Strukturen, hinterlegen kann, wo ich dann jetzt erstmal sage, okay, ich entscheide mich jetzt für keiner der Typen, aber ich weiß, da kommt jetzt eine Hierarchie mit Objects, wo ich noch nicht weiß, ich das auch gar nicht festlegen kann. Das wäre zum Beispiel ein Typ. Aber typische Fälle sind so zum Beispiel, wenn jetzt diese Lösung fürs Logging für unterschiedliche, ich sag mal, Teams bereitstehen sollten sich natürlich die Teams auf einen Datentyp einigen. Nicht, dass die einen so Daten im String und die anderen im Integer oder wie auch immer umgekehrt dann eintreffen. Dann gibt es dann halt eben Konflikte und das kann halt dazu führen, dass einige der Daten einfach da nicht ankommen, weil sie nicht auf dieses Datenfeld dann passen. Genau, ich sollte mir auch Gedanken machen, wenn ich so ein System aufsetze, in welchem Format wird mein Datum dann vorgegeben? Sind es Epoch-Seconds oder Milliseconds? Sollte das in UTC gespeichert werden? Welche Zone habe ich denn da? Man kann, wenn man jetzt so ein Mapping sich anlegt, sich dann irgendwie für mehrere Datentypen entscheiden und sagen, okay, typischerweise ist mein Datum von dem Type Date, sieht dann so aus. Es könnte aber auch so oder so aussehen. Dann habe ich im Prinzip die Fälle abgedeckt. Aber die Gedanken sollte ich mir schon machen, wo ich dann auch, es kostet ein bisschen Zeit, um das herauszufinden, was das richtige Format ist. So ein Timestamp, so ein Epoch-Timestamp ist ziemlich guter Weg. Und wenn man jetzt irgendwo ansetzt, dass man seine da sein Datum in Unix Timestamp angeben kann, ist es eigentlich am einfachsten, denn da kann man auch später bei Kibana sich entscheiden und wie sollte mein Datum am Ende aussehen? Weil das ist dann eine Sache von Kibana. Dann muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie schnell müssen denn meine Daten beim OpenSearch ankommen? Warum? Es gibt, gerade jetzt bei unserem Projekt hatten wir auch uns Gedanken gemacht. Wenn jetzt viele Datenmengen ankommen und man über Kinesis Data Stream das Ganze eintreffen lässt, wie lange sollte das bleiben und brauchen wir wirklich eine performante Pipeline oder kommen da weniger Daten an? Also ich sag mal, Performance versus Kosten, oder so sollte man sich schon irgendwie Gedanken machen. Wie oft müssen dann die Daten in der Queue vorgehalten werden? Also ein typisches Beispiel, ich habe ja auch gezeigt, so Kinesis als so Zwischenpunkt ist ziemlich pragmatisch und praktisch, denn da werden die ganzen Einträge in der Queue vorgehalten, die man auch nach und nach, die auch nach und nach verarbeitet wird. Und wenn man da jetzt so Puffer für ein paar Tage einsetzt, hat man auch die Möglichkeit, falls das System aus irgendeinem Grund streiken sollte und die Daten nicht weiterkommen, auch
die Daten behalten, dass die Daten nicht verloren gehen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch aus den Projekten vorher muss man sich Gedanken machen, braucht man dann wirklich jetzt mehrere, ich sag mal, Stacks für Dev und Production oder Testing, oder sollte man alles lieber zusammenbringen? Da muss man natürlich schauen, wie viel Energie steckt man da rein. Hat man jetzt hier 5 Stacks, muss man überall so ein bisschen ansetzen. Also mit Infrastructure as a Code ist es relativ einfach, aber trotzdem auch das kostet Zeit. Und eine zentralisierte Lösung macht auf jeden Fall Sinn. Was mache ich, wenn mein Logging-System kompromittiert wurde? Ja? Wie gehe ich jetzt die Archivierung der Logs dieses Thema ein? Also, ja, also ich sag mal, Logs auch gerade aus der Sicht, dass man analysieren möchte, welcher Angriff vielleicht passiert ist, ne? Und dass dort jetzt nicht die Hacker aus ihrem Grund doch an das Logging-System kommen und versuchen, die Spuren wegzuwischen, ja? Dass man trotzdem die Möglichkeit hat, vielleicht aus dem Archivbucket oder wie auch immer, die Logs trotzdem zu sehen. Auch ein wichtiger Punkt, den man sich auf jeden Fall ja, vor Augen halten sollte. Und wie geht man mit mehrzeiligen Log-Einträgen aus? Das ist ein einfaches Ding, aber da können auch Tage versenkt werden, um jetzt wirklich das zu erreichen, weil auch das ist jetzt tatsächlich ein paar Mal der Fall gewesen in früheren Projekten, wo man dann erstmal schauen muss, wie läuft es bei einem oder anderen, einer oder anderen Lösung an, Fluentd, Fluentb zum Beispiel. Ja, ich habe euch etwas Links hier hinterlassen, damit ihr auch später nachschauen könnt. Und damit würde ich erstmal vielen Dank euch allen fürs Zuhören sagen und würde jetzt gerne dann auf eure Fragen mich freuen. Ich stoppe wahrscheinlich meine Präsentation. Genau. Und freue mich auf eure Fragen, Feedback, Wünsche. Ja, Fabian hat sich gemeldet. Ja, hi, erstmal danke Hi, für sehr den gerne. Vortrag. Ich hätte vielleicht eine kurze Anmerkung und dann eine Frage. Ja, gerne. Genau, zu dem flatten Data Type, das ist ganz wichtig eigentlich. Da würde ich vielleicht gerne noch eine Notiz hinzufügen. Also, was Elasticsearch intern macht, ist, es macht sogenannte Mappings. Damit bildet das die Struktur ab. Es gibt dynamische und statische Mappings. Und wenn man verschachtelte JSONs reinschiebt, dann auf dem zweiten Level fängt er an, automatisch dynamisch zu mappen. Also sobald ihr ein neues Feld anliefert, gibt er dem automatisch einen neuen Type, wie Genau. String oder Int etc. Das Genau. Problem dabei ist, dass jedes Mal, wenn ihr ein neues Feld da reinschickt, dann muss der den Cluster State updaten. Und das heißt, er schickt jedes Mal über das Netzwerk den gesamten Cluster State an jeden einzelnen Node des Clusters. Und das führt zu etwas, das nennt sich ja, Mapping Explosion. Und im Worst-Case-Szenario kann das dazu führen, dass euer ganzer Cluster down geht. Also wenn ihr nicht wisst, wie viele Felder da kommen oder welcher Type das ist, solltet ihr immer einen Flatten-Type benutzen, nur für alle Fälle. Ja, das ist Genau. wichtige Anmerkung. Danke, Fabian. Dann zu der Frage, ich erinnere mich noch, dass beim Cluster-Setup der Default für die JVM war eine ganz lange Zeit 1 GB. Wie bist du da vorgegangen bezüglich der JVM-RAM-Vergabe? Ich habe in meinen Projekten tatsächlich die Managed Instanzen von AWS eingesetzt. So, und dort gibt es dann diverse Typen, wo man jetzt auch sich über Gedanken, also beim JVM Memory Pressure, man kann da genau nachsehen, wie hoch ist JVM Memory Pressure, um dann zu erkennen, ob die Instanz skaliert werden kann. Also ich habe jetzt tatsächlich bis jetzt in meinen Projekten auf Managed-Lösungen tatsächlich eingesetzt. Und selbstständig die Elk-Stacks vom Scratch auch nicht aufgesetzt. Man müsste sich tatsächlich im Detail das anschauen, kann ich dir jetzt nicht sagen, was genau die Default-Werte bei jeweiligen Instanztypen sind. Alles klar, danke. Sehr gerne.
Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Feierabend und danke euch.